Ja, hallo und willkommen in meinem Video. Ich bin Johnny for Gaming und jetzt zocken wir ein bisschen GTA. Nice. Gucken wir uns mal an, was online hier so abgeht. Erstmal hier raus aus die Bude. Wenn es denn geht. Ja. Ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal an, wer draußen so rumfährt und ob ein bisschen was los ist auf den Straßen. Ich würde mal sagen, wir gehen mal in die Garage. Ja, ich bin Ferrari-Fan, würde ich mal sagen. Ich habe hier ein paar stehen, auch wenn da auch noch was anderes zwischen ist. Aber der hier ist mein absoluter Lieblingswagen. Ich würde sagen, da heizt mal mitten mal eine Runde rum. Gehen wir zuerst mal, obwohl als erstes sollten wir mal gucken, ob ja, Security Surf mal registrieren als CEO, damit die Leute auch weiterarbeiten. Dann stehen sie nämlich nur doof rum. Und das wollen wir ja nicht. Und auch was tun für ihr Geld. Dann würde ich sagen, kommen wir mal ins Casino und drehen mal am glücklichen Glücksrad. Vielleicht können wir da ein Freiauto gewinnen. Ich habe jetzt erst zwei gewonnen und das in den letzten 2 Wochen. Also, wenn es passiert, dann passiert es hintereinander, würde ich sagen. Aber das letzte Jahr habe ich nicht einmal gewonnen. Ist egal, ich habe genug Kohle. Habe ich leider einen Henker zu verdanken. Anderes Thema. Ist schon lange her. Bis jetzt ist ja eigentlich noch alles ganz ruhig, aber das kann sich natürlich auch bald ändern. Hauptsache, ich lasse mein Auto heil. Das ist das Wichtigste. Oh, hier steht gerade kein Auto, wahrscheinlich, weil ich schon gewonnen habe. Oder wie? Ja, habe ich noch nie nachgeguckt. Wenn ich gewonnen habe, ob danach ein Auto noch steht. Wahrscheinlich drehe ich trotzdem an, würde ich sagen. Vielleicht kann man ein bisschen Kohle gewinnen. Ja, GTA hat sich ja viel verändert, auch online. Also, was da alles rausgekommen ist, und 30.000 Cash sauber. Ich würde mal sagen, haben oder nicht haben. Ah, ein paar Spieler sind da auf jeden Fall. Ich sehe schon wieder das Noobbike. Zweimal rumfliegen. Obwohl Noobbike ist natürlich ein bisschen komisch. Ich bin zu blöd dafür. Noobbike ist es vielleicht für andere. Aber für mich ist das. Ich kann damit nicht fliegen. Es ist und treffen auch nicht. Ich weiß nicht, wie das geht. Andere Leute schießen Rakete und fegen mich auf 50 Kilometer Entfernung weg und ich schieße eine Rakete und die fliegt sonst wohin. Keine Ahnung. Ja, fahren wir mit unseren schicken Ferrari mal ein bisschen durchs Feld. Und da hinten ist schon ein blauer Spinner. Vielleicht können wir den mal ein bisschen Hallo sagen. Ah, der hat auch noch eine Waffenkiste mit. Computer. Ah, vielleicht abnehmen. Ja. Ich will ihm auf jeden Fall Hallo sagen. Der soll merken, dass er hier nicht allein ist. Biegen. Hab jetzt zwar nicht das gute gepanzerte Auto, aber das macht mich da glaube ich ein Schlimmes. Also, oh nein, ja, eine gepanzerte Kiste. Nee. Hallo. So, er schießt nicht. Wo will der eigentlich hin? Naja, mal sehen, vielleicht können wir den nochmal wegnehmen hier. Solange er keine Granaten schmeißt, ist alles cool. Ja,
Licht anmachen. Er scheint auch irgendwie nicht in Begleitung zu sein. Er ist ziemlich alleine. Ah, hier, cooler Stand, ne? Der Lack ist ein bisschen zerkratzt, aber ist ein Politur, alles wieder gut. Oh, da kommt noch ein anderer Spieler. Könnte sein Kumpel sein. Ich weiß es nicht. Ist aber verdächtig. Nee, ist auch ein anderer Arena. Hey, bist du? Meiner! Lass ihn in Ruhe. Das ist mein Freund. Was war das? Strau? Teufel, lass ihn in Ruhe. Jawohl. Oh mein Gott. Hey. Hey, leider in der Butnik. Wurde schön weggeboostet. Ein Treffer natürlich. Das war's. Aber unser Auto steht hier glücklicherweise noch rum. Ist auch keiner weit und breit mehr hier. Ist er noch heile? Hm, sieht gut aus. Steig ein! Ah. Dann würde ich sagen, fliegen wir mal zum Hangar. Dann holen wir mal das Flugzeug raus und ziehen damit mal ein paar Kreise durchs Feld. Falls sie ankommen. Da hinten ist schon wieder ein Spieler mit Militärfahrzeug. Der interessiert sich ja anscheinend nicht für uns. Schon mal ganz okay. Jetzt mal einen Waypoint setzen. Ist ja gar nicht mal so weit weg. Mensch, jetzt mach dich vom Acker da! Kaspar. Steigt er auch noch aus und ist wütend, ey. Ich glaub's ja wohl nicht. Seine Schrottkiste und macht bei mir Ferrari hier Kratzer rein. Und dennoch wütend, ja. Sind wir immer die Besten. Und gleich sind wir da. Sollte uns nichts weiter stören. Sieht aber durch. Ja, die Abkürzung geht natürlich irgendwie ja nicht. Ich finde das auch mal lustig. Man heizt hier mit 100 km durch die scheiß Schranke und keine Wache interessiert. Aber gut. Oh, falsche Taste. Ja, ich habe die Leertaste mit den Waffen belegt und die Handbremse auf Alt gelegt. Und das verwechsel ich jedes Mal. Ich komme damit nicht klar. Mal gucken, haben wir noch einen schönen Jet. Wollen ja eigentlich nur ein bisschen Pi sacken. Müssen wir mal anrufen. So. Wo ist er denn, der Boy? Muss ich jetzt mal anrufen wegen diese Morse Mutual. We're here to help. Diesen Mist, ey. Nicht automatisch immer gemacht werden. Nein, ich will das Ding nicht recovern. Um Gottes Willen. Versicherung erspart mir die Kiste. Ja, ich habe das Ding mal krumm gehalten. Ist in der Luft nämlich nicht so einfach, denn das Ding zu sehen optisch. Obwohl mit den gelben Flügeln, naja, ist eben. Aber. Das Ding macht richtig Fun. Hat zwar keine Bewaffnung, aber geht dafür wie Schmitz Katze und Leute zu ärgern macht damit Fun.
ist nämlich schon der erste. Er ist schon gleich instant irritiert von uns. Ja, wie. Oh nein. Der möchte uns gleich ein Begrüßungsgeschenk schicken. Das lehnen wir aber dankend ab. Nein! Hat uns doch getroffen. Ey, das gibt's ja gar nicht. Die Raketen. Wenn ich damit schieße, fliegen die geradeaus vorbei. Das ist immer so geil. Sind wir nicht ganz in Ruhe. Ah, die Maschine wird gleich auf. Sind die auch noch sicher um mich? Ja, hat er auch. Lass dir Zeit. Alles cool. Ja, ist auch gut, Mensch. Ich bin doch nur abgestürzt. Oh, nein. Schnell in den Hangar verpissen. Können Sie mich mal? Oh, der ist aber schnell. Ey, lass mich in Ruhe. Chat ist schon wieder richtig voll an Niveau. Ja, ist gut. So, jetzt gehen wir ganz herzlich rein. Keinen interessiert's. Alles cool. Würde ich sagen, holen wir mal ein anderes Flugzeug aus dem Keller. Ein bisschen noch was auf Lager. Das Blöde ist nur, wenn ich fliege, kann ich nicht push to talken. Aber vielleicht ist das manchmal auch ganz gut so. Ich nehme mal den mal der Akku, da habe ich ja mal einen Akku. Ach, das war ja ein Hubschrauber. Nee, wir brauchen. Den brauchen wir. Nee, den brauchen wir nicht. Nee. Der ist das, glaube ich. Ja, der ist gut. Schöne russische Su, denke ich mal, oder irgendwie sowas. Oder MiG. Kann auch MiG sein. Auf jeden Fall, die ist auch richtig cool. Dann würde ich sagen, gehen wir mal Gus. Was haben wir denn für Bewaffnung? Raketen, Schiebe, okay. Ja, passt schon. Ich will ja nichts, ich will ja keinen Kampf groß haben, ich will ja nur ein bisschen erschrecken. Vielleicht auch mal die ein oder andere Rakete, aber mal gucken. So, gucken wir mal, wo der Grundspieler hier rumläuft. Und gleich wieder Hallo sagen. Vielleicht können wir ja auch mal ein bisschen winken, wenn wir dicht dran sind. So, wo ist er denn? Am Ende der Welt. Ja, dann mal. Hier auf dem Berg ist.
Ja, Pferde. Weiß man nicht, ob er da irgendwas gewonnen hat, dann sind wir einfach in der Moped hoch. War ein bisschen Berg im Weg, würde ich sagen. Stehen wir jetzt hier wieder wie Hans im Wald. Kein Moped. Mal gucken, vielleicht können wir hier Fähigkeiten. Vielleicht nicht. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich hier unten bin. Bis gleich. Ich komme hier nicht runter. Ich komme hier nicht runter. Ich komme hier nicht runter. Mittlerweile bin ich zum Mac-President umgeswitcht, weil ich dachte, ich könnte mir einen Oppressor oder so hier liefern lassen. Aber das geht natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Ja, jog, jog, jog. Hier sind wir betrunkener wieder hier runterfallen. Ja, bleib liegen. Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee, wie man von da oben schnell wegkommt. Außer jetzt wieder neu einloggen. Muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben. Kann doch nicht sein, dass ich hier erstmal einen halben Berg runterfallen muss. Ich meine, das ist zwar auch ganz witzig, aber muss ich jetzt nicht immer unbedingt haben. Zum Glück haben wir jetzt hier keinen Spieler in der Nähe, der ein Scharfschützengewehr uns jedes Mal wegboostet. Das wäre nämlich noch lustiger. Zumindest für ihn. Oben ist ein Sport. So, jetzt müssten wir aber... Ach, oh Gott. Natürlich setzt er das Moped 3 Kilometer weiter weg. Nicht neben mir, nein. Das wäre ja wieder zu einfach. Ja, noch eine Runde fallen. So, das müsste jetzt eigentlich der alte Oppressor sein. Ah, ein Schritt. Zum Geier. Da und endlich. Macht aber mehr Fun, das Ding. Also ich finde das Ding auf jeden Fall viel lustiger. Ja, macht mehr Spaß. Ja, so. Dann lass uns mal loslegen. Die Maschine hat nämlich schön Dampf. Fliegt zwar nicht die ganze Zeit wie der Oppressor Mark II, aber irgendwie ist es trotzdem noch spaßiger bei der Sache. Also ich mag das Teil lieber, weil es irgendwie... Ja, es macht mehr Spaß einfach, es macht mehr Laune. Auch wenn man manchmal den ganzen Sprung verliert, aber... Oh, schieß! Ob wir noch mal irgendwo jetzt hier einen finden. Ob das gut geht. Ah, ja.
sauber, hat geklappt. Dachte erst, die Reichweite würde nicht ausreichen, aber relativ problemlos gekommen. So ist ein bisschen, es ist zwar viel los auf dem Server, aber außer diese Schwachsinnsgelaber im Chat, was ich weiß auch nicht, was das sein soll, passiert ja noch nicht so viel. Ich habe mal wieder Bock auf einen Typen, der mit einem Jagdbomber hier rum heißt. Ups. Nee. Die Zahl wollen wir jetzt nicht mehr jetzt haben. Cool. Können wir mal ein paar Salutschüsse abgeben. Hey, der hier zum Beispiel. Oder auch nicht. Ah, mit den Zielen hier mit Raketen bin ich echt ein Vollen. Also auch sonst im GTA. Damit ganz besonders. Da hinten kommt ein Spieler. Könnten wir ja mal ärgern. Hallo? Hey, bleib doch mal. Warum treffen wir nach Kind schon wieder nicht? Drei Raketen auf ihn geschossen mit einem Oppressor und der lieb. Bei mir reicht schon mir eine Rakete. Ich verstehe das System nicht so ganz, aber gut, das macht nichts. Polizei ist auch da. Na, der ist ja AFK, der Spieler jetzt oder was? Nur eine Schockstarre, das kann natürlich auch sein. Das habe ich häufiger schon gehalten. Geil. Selbstmord ist immer der beste Mord. Auch in GTA. Oh. Moped ist aber noch fit. Spieler immer noch eine Schockstarre. Ich habe ihm wahrscheinlich zu viel Angst eingejagt. Ja, aber du siehst, er braucht nichts machen und gewinnt trotzdem. immer das Beste. Das macht immer so viel Spaß. Jetzt bewegt er sich ja. Jetzt wieder Schockstarre. Kann ich auch Schrauben ziehen mit dem Ding? Jetzt muss er aber mal treffen. Nein. So, sorry dafür. Ich weiß, du wirst mich jagen. Das ist meistens so. Aber das ist nicht so wild. Ist das auch gesagt, scheißegal. Und da hinten ist er schon, vielleicht möchte er ja nochmal einen Nachschlag haben. Könnte sein. Schon geht er wieder um. Ach naja, irgendwie geht es. Polizei möchte auch mal nachschlagen. Wenn die treffe ich, auch nicht. Aber heißt es doch, die Raketen vom Oppressor sollen eigentlich nur so gut sein.
manche treffen, manche nicht. Auf jeden Fall geht das Lila hinten mir auf den Sack. Sollte mal langsam ausgetauscht werden hier. Und ein Saldo. Macht nicht ganz. Oh, oh, das wird eine Steinwand. Ah! Okay. Ey, er ist noch nicht tot. Er hat's überlebt. Ich weiß zwar nicht wie, aber. Er lebt noch. Die Polizei ist auch weg. Gut. Dann sind sie mal ein bisschen anhänglicher, aber. Scheint diesmal nicht. Sollten wir mal zurück in die Stadt fahren, vielleicht ist da mal ein bisschen mehr Spektakel. Letztens war es lustiger, da haben mich zwei Typen permanent in GTA gejagt und wollten mich abschießen. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung, ich hatte Spaß dran. Die waren ungefähr auf meinem Level und ja, das war relativ witzig. Erst haben sie mich im Auto permanent gejagt und in Militärfahrzeugen. Dann bin ich umgestiegen auf Flugzeug, die auch. Und ja, ich habe schon ganz gut gefeiert, wie die zwei sich abgerackert haben. Es war so ein bisschen Hase und Jäger-like aus der Schule. Oder wie man das auch heutzutage nennt. Ich weiß es nicht, ich war nie in der Schule. Und ja. Das hat Spaß gemacht, aber momentan ist irgendwie hier, bis auf den verdammten Chat, ist ja gerade tote Hose. Weil der Chat ja auch nicht gerade zur Diskussion anregt. Das ist einfach nur ein dummes Tippe. Vielleicht versteht das ja einer von euch. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das auch irgendein Code. Irgendein besonderer Code, den oder Slang unter Russen oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oder unter Chinesen oder unter Inder oder unter. Also ich glaube nicht, dass das ein deutscher Code ist, aber wenn es jemand weiß, dann kann er mir vielleicht weiterhelfen. Ich würde mich mal brennend interessieren, ob das ein sinnloses Getippe ist oder einfach irgendwas, was Interessantes ist. Keine Ahnung. Oh, auf der Autobahn ist jemand, da können wir auch mal winken fahren. Hallo? Wo ist die Rakete? Alter. Das ist unglaublich. Die Rakete verschwindet einfach vor seinem Einschlag. Oh gut. Ey, lass mein Fahrzeug in Ruhe. Das gibt's doch gar nicht, ey. Wo ist er hin? Fliegt weg. Fahrzeug hin. Jetzt ist es wieder hier. Boah. Jetzt guckt er bestimmt. Ja, weg ist sie. Aber die bringst du ja gleich wieder. Keine Sorge. Ah, zack. Der hat diesmal gesessen. Seine Blechdose kriegt er noch ein Einzel. Oh, nicht schon wieder. Oh. Sowieso noch ein. Ins Casino. Mal ins Penthouse gehen. Nein, ins Penthouse. Oh oh. Ich würde mal sagen, das war knapp.
Ey, was war das denn jetzt schon wieder? Sau, das war doch ein Gewehr. Das ist aber gemein. Gerade so ein schönes Battle mit dem gehabt. Komm. Zu Papa. Komm, komm, komm. Scharfschützengewehr habe ich aber auch. Kommt noch ein zweiter dazu? Das ist ein Kumpel oder was? Okay, anscheinend war es nicht sein Kumpel. Ach, muss ich natürlich noch die Polizei einmischen, was besser ist. Ja, wenn es am schönsten ist, ne, kommt die Polizei dazwischen oder wie war das? Naja, gehen wir mal ins Penthouse. Eine Statue von mir aufstellen lassen. Und würde ich sagen, gehen wir mal an die Bar und genehmigen uns ein. Ja, und damit. Was nehmen wir denn erstmal? Erstmal gucken, was wir nehmen. Champagner. Natürlich, bei den Feinsten. Ich weiß nicht, wer das von euch schon mal gemacht hat. Es ist eigentlich total langweilig. Es ist einfach nur Geldvergeudung. Aber wenn ihr es habt, könnt ihr es natürlich machen. Okay, das kenne ich jetzt noch nicht. Was geht ab? Okay, ich bestelle eine Flasche Champagner und komme auf eine Insel. Ich war da noch nicht drauf. Ich kenne das Add-on nicht. Aber auch cool. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen Champagner saugen. War wahrscheinlich irgendeine geheime Tür, die ich damit geöffnet habe. Und auf jeden Fall bis dahin zum nächsten Mal. Ciao, ciao.